veranstaltet. Und zwar den Hot Rod, die Rallye-Ausstattung. Hast du den Hot Rod schon? Ja, den habe ich schon zusammengesammelt. Ah, cool. Hat auch ein bisschen länger gedauert. Jetzt fehlt mir noch einer in den Südstaaten, also hier in Kalifornien, den Wagen. Man sieht ja lustig aus, mit den Augen da vorne. Okay. Und Demo-Modus verlassen. Und verlassen. Yep. Und er lädt und er lädt und er lädt, lädt, lädt. Ich werde das Darknet nach allem absuchen, womit wir unseren Plan testen können. Halte einen Rallye-Wagen bereit, wenn ich anrufe. Alex, ich mag deine Freundin. Sie scheint viel über dich, mich und die Operation zu wissen. Ja, hi. Wo ist sie? Sie richtet ihren Computer ein. Falls du es nicht weißt, okay. Wenn Coburn sich eine Sekunde beobachtet fühlt, sind wir am Arsch. Wir brauchen keine durchgeknallte Hackerbraut, die dazwischen funkt, wenn das FBI... Zoe? Sie hört bestimmt schon zu. Tu ich. Hi, Zoe. Du Elender. Wir müssen reden. Sofort. Ja, wir müssen reden. Sofort. Ja, was ist... Tronix? Ja? Du wolltest was von mir? Ja, wenn du so anfängst, lässt mich ein. Ja. Ich guck mal auf die Karte. Mal gucken, was ich hier Schönes habe. Yeah. Teste die Theorie habe ich hier. Was habe ich noch hier? Gar nichts mehr, ne? Einmal, weil teste die Theorie noch. Wegpunkt setzen. Natürlich mitten über die Mountains rüber. Da hier Rallye-Wagen fahre, da finde ich über Straßen leider. Bist du denn? 529 Rallye-Ausstattung, das ist natürlich sehr, sehr schwach. Das heißt, ich muss dich noch ein bisschen verbessern hier in dem Wagen. Was ist besser bei dir? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin hier. Und du? Ich war ja angeblich jetzt auch gerade bei dir. Nee, du bist 1,77 Kilometer entfernt. Ja. Ich mache mal kurz eine Mission, dass ich vielleicht hochkomme hier auf dem, mit meinem Level. Bevor ich die große Aufgabe nehme. Du bist jetzt hinter mir. Ach, du machst es drauf. Hops. Und er klebt mir den Berg. Das ist natürlich ungünstig mit dem Mercedes jetzt, ne? Ja, glaube ich auch. Und geschafft, erreiche den Berg. Silber geschafft. Und Differential gewonnen, Stufe 31. Und plus 7, schon ein bisschen besser als vorher. Was ist los? Alex, zieh dein Heldenkostüm an. Es wird Zeit, den neuen Wagen zu testen. In unserem Hinterhof ist gerade Luftfracht notgelandet. Das ist die Gelegenheit, den 5-10-Grand zu zeigen, dass das Vegas-Chapter jetzt wieder im Sattel sitzt. Was? Heldenkostüm? Tu doch nicht so unschuldig, Mann. Los, komm in die Gänge. Ja. Luftfracht zerstören müssen wir gleich. Kannst du dich schon mal drauf einstellen? Ja. Ah, ärgerlich. Kommst du hinterher mit deinem kleinen Wagen? muss ich lang? Oben lang, unten lang? Der führt mich über Wege, die ich gar nicht kenne, ne?
Ich nehme Abkürzung. Ja, mir schlägt dir doch noch den Kopf, Alter. Was fährst du, Mercedes? Ach so. Was für ein Weg, dass das hier ist. Jetzt muss ich mich langsam runtertasten, nicht, dass ich gleich hier runterstolper. Knick umkippen. Geht ja. Alles geht. So, ich bin gleich wieder auf der Straße. Juhu. Und da ärgert man sich, dass man es nicht aufnimmt, die Aufnahmen, ne? Wenn man so schön fliegt. Ja, warte. Ich nehme jetzt an, mit Crew-Koop. Ja, die Mission beginnt gleich. Ich bin jetzt bei den Koordinaten. Gut, da sollte eine Spur abgeworfener Pakete sein. Ich habe die Transponder gehackt, um dir zu helfen. Sieh auf die Karte, hol sie dir und dann hau ab. Hast du auch angenommen? Ja, ne? Das kenne ich. Jupp. Ich fahr rechts entlang. Zwei Wege rechts, geradeaus. Nach rechts. Jupp, du fährst rechts. Geh. Okay. Ich brauche Offroad-Tempodaten. Folge der Spur so genau und effizient wie möglich. Ich soll das Rallye-Gerät ordentlich antreiben? Ich wusste, du verstehst das. Das Rallye-Gerät ordentlich antreiben. Ja. Ein paar Kisten zerstören und dann war's das, ne? Manche Kisten sind wirklich schwer, ne? Fällt mal gleich hier vorbei. Also 14 Kisten, 17, ist schon mal gut. Ja. Komm her, das war alle. Ja, 35 haben wir schon. 37. 39. Und ich mach die 40. Ja. Und ich die 41. nicht vorbeigesprungen. Mist. Getroffen noch. Brems, brems. Nein, daneben. Wir müssen gucken, dass wir die erwischen, weil wir auf einmal sind, die einzige Sau auf dem Berg. Ja. Das sieht blöd aus. Ich kann nochmal machen, das. Ich bin schon da unten und ich bin tot. Ja, ich bin hier auf dem Weg noch. Mag es nicht, wenn ich vorbeispringe. Noch eine Minute. Ja. Okay. Ziel gerade, Alex. Drück auf
auf die Tube. Ah, vorbei, rutsch. Ja. Und du nimmst meine Kisten weg hier. Ich bin direkt hinter dir gewesen, Mist. Ich hab sie gerade noch so gedrückt, Alter. Ja. Oh, krasse Sache, Alter. Wenigstens beim ersten Mal. Ja. Was? Ich hab nur Brause? Haben wir beide. Oha. Aber ich hab plus zwei Ausstattung. Ja, bei mir bringt's nichts. Das ist klar. Fertig, was jetzt? Es läuft. Wir erhalten bereits erste Gebote für die Ware und Frachtanforderungen kommen von der Ost- und Westküste. Das Mountain Chapter scheint wieder im Geschäft zu sein. Ach, wenn mich mein Karriereberater jetzt sehen könnte. Ja, Karriereberater. Ich habe Roxanne überprüft. Ihre Geschichte ergibt Sinn, sofern sie echt ist. Sie könnte nützlich sein. Sie kann ins Team. Vorerst. Gut. Ihr irgendwas Gefährliches macht, gehe ich euch den Saft ab. Aber erstmal halten wir uns an ihren Plan. Richte Offroad 510 Schmuggelrouten ein. Die bringen dich Coburn und Schiff her. Prüf die Karte auf Mission. So, wo ist die nächste Aufgabe? Ja, weil ich hier gerade auf die Karte gesprungen bin. Und ich habe die nächste Mission markiert, gleich um die Ecke. Und zwar Dorfquatsch oder was es da hieß. Hey Chico. Alita, wie läuft? Super. Ich soll für deine Freundin 510 Unterstützung besorgen. Sie ist nicht. Ach egal. Fahr fort. Das ist dein erstes Treffen mit den Jungs hier, also schinde Eindruck. Ich schick dir jetzt eine Route. Meine ich ja durch oder was? Aber den Weg stehst du natürlich nicht. Hier lang. Ach komm schon. Hast du gefragt, wo lang? Hab ich doch gesagt, hier lang. Ja, das fand ich schon da. Ich weiß, hab ich gesehen. Ah. Große Unterstützung. Hättest auch gerade ausfahren können, nächste rechts. Ich wollte gerade draufdrücken hier und du drückst mich wieder weg hier. Oh, Performance. Oh, das bringt sogar plus 6, da fahre ich mal Schädchen. BMW. Schicke BMW M4. M4? Z4. Ja, und ich fahre meinen Mac, hier mein Dings hier. Ich brauche. Welche Stufe hast du leicht oder? Ich habe leicht gehabt, glaube ich. Die hiesigen 510s treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein Pilot. Was hast du? Ich hab zwei. Jo, guten 510-Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Immer. Auf geht's. Was für ein Auto fährst? Da den Königseck. Das Ei der Könige. Ah, weg dem Corvette, Breitarsch. Ich auch noch einen Zip da. Hätte ich auf der Decknung zu setzen. Warte mal, hier geht's schon ab.